Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Episode Dragon Age Inquisition in der Himmelsfeste. Wir müssen jetzt einmal kurz mit dem Kallen reden und der Cassandra das weitere Kapitel in Ton drucken von Variks Buch Schwerter und Schilde oder so. Und das machen wir als Erster, weil die Cassandra ist ja gleich da vorne. Und die freut sich ja schon, ne, auf den nächsten Band. Was habt ihr jetzt wieder angestellt? Schon verstanden, Sucherin. Ihr seid immer noch wütend wegen unserer Auseinandersetzung. Ich bin kein Kind, Varric. Tu nicht so, als hätte ich keinen Grund dafür. Hier ist mein Friedensangebot. Das nächste Kapitel von Schwerter und Schilde. Ich habe gehört, ihr seid eine Bewunderin. Oh, das ist ja die... Das ist euer Werk. Evelyn. Ne? Das war die Evelyn-Kassen vom zweiten Teil. Die, was da die Chefin der Stadtwache oder so war, von Kirkwall. Was ist euer Werk? Oh ja, denkt ihr wirklich, ich würde mir das hier entgehen lassen? Nun, wenn ihr kein Interesse daran habt, habt ihr eben kein Interesse. Es muss ohnehin noch ein wenig überarbeitet werden. Wartet! Ihr fragt euch vielleicht, was dem Hauptmann nach dem letzten Kapitel zugestoßen ist. Ihr sollte überhaupt nicht zustoßen. Die Anschuldigungen gegen sie waren haltlos. Nun, es stellt sich heraus, dass der Gardist... Nein, sagt es mir nicht! Das ist der Moment, in dem ihr dem Inquisitor dankt. Immerhin lasse ich normalerweise niemanden schon vorab etwas lesen. Ich danke euch. Gerne, Cassandra. Oh, Schatz, wie glücklich sie ist. Varric ist derjenige, bei dem ihr euch bedanken solltet. Ich bin nur ein demütiger Diener meiner treuen Leserschaft. Ich frage mich, ob ich vielleicht Zeit habe, schon mal den ersten Teil zu lesen. Vergesst nicht, all euren Freunden davon zu erzählen, falls ihr welche habt. Das war es wirklich wert. So gut. Ah, es gefällt mir. Warte mal, schau mal kurz. Es ist schön, euch zu sehen. Okay. Das wäre vorerst alles. Okay, dann... Kallen. Also wir mit Kallen müssen wir jetzt irgendwie drüber überreden, dass er doch das Lyrium wieder nimmt oder irgendwie so. Schauen wir mal. Da. So, Kallendeuter Chunky. Oh. Beim Atem des Erbauers. Ich habe euch nicht reinkommen hören. Ich... Bitte entschuldigt. Ihr habt ja nicht auf mich gezielt. Und ich bin mir sicher, die Schatulle hatte es verdient. Ich schwöre euch, ich wusste nicht, dass ihr... Ich wollte nie, dass es mich derart beeinträchtigt. Was habt ihr jetzt vor? Cassandra hat recht. Ich sollte bleiben. Ich muss... Ich weiß es nicht. Wusstet ihr, dass der Zirkel von Ferelden von Abscheulichkeiten überrannt wurde? Ich war dort. Die Templer, meine Freunde, wurden abgeschlachtet. Ich wurde gefoltert. Sie versuchten, meinen Geist zu brechen und ich... Wie kann man noch derselbe sein, nachdem man so etwas erlebt hat? Aber ich wollte im Dienst bleiben und wurde nach Kirkwall versetzt. Ich vertraute meiner Kommandantin. Und wofür? Ihre Angst vor Magiern endete im Wahn. Meredith, der Zirkel von Kirkwall fiel. Unschuldige starben auf den Straßen. Versteht ihr denn nicht, dass ich mit diesem Leben nichts mehr zu tun haben will? Ja.
Natürlich verstehe ich es. Ich... Nicht. Ihr solltet meine Taten hinterfragen. Ich dachte, das hier würde mir helfen. Mir die Kontrolle über mein Leben zurückgeben. Aber ich bekomme diese Gedanken einfach nicht aus dem Kopf. Wie viele Leben hängen von unserem Erfolg ab? Ich habe mich dieser Sache verschworen. Ich werde der Inquisition nicht weniger geben als der Kirche. Ich sollte es nehmen. Ich... Kallen wird wieder Lyrium nehmen. Kallen wird wieder Lyrium nehmen. Ihr braucht kein Lyrium. Ich wünsche mir natürlich, dass er kein Lyrium braucht. Nee, ich unterstütze ihn. Und ich mag kein Lyrium. Weil er mechert es ja, ne? Er mechert es nicht nehmen. Also unterstütze ich ihn. Ihr gebt genug, Cullen. Mehr verlange ich nicht von euch. Die Inquisition kann eure Chance auf einen Neubeginn sein. Wenn ihr es wollt. Ich weiß nicht, ob es möglich ist. Es ist möglich. Also gut. Okay, Cullen. Es ist möglich, glaub mir. Gibt's da nur was zum Kallen? Oh, so viel Quatsch. Samson hat kein rotes Lyrium, keine Verbündeten und in Kürze auch keine Rüstung mehr. Hoffe ich. Ihr hofft es? Dagna hat mit der Arbeit an ihren Proben des roten Lyriums begonnen. Aber sie braucht genauere Informationen über die Rüstung. Wir haben in der Mine einige Befehle gefunden, in denen Maddox erwähnt wird. Ein Name, mit dem ich nicht gerechnet hätte. In Samsons Brief stand auch etwas darüber, den Platz des Gefäßes einzunehmen. Es ist vielleicht ein Rang bei den Roten Templern. Es könnte ein Titel aus dem alten Tevinter sein. Oder es ist irgendeine andere Rolle, die Korypheus Samson zugedacht hat. Und Maddox ist Teil seines Plans. Hat er gemeinsam mit euch und Samson in Kirkwall gedient? Maddox war ein Magier im Zirkel von Kirkwall. Samson hat Briefe zwischen ihm und seiner Liebsten geschmuggelt. Irgendwann wurde Samson dann geschnappt. Und das war auch der Grund, warum er aus dem Orden ausgestoßen wurde. Maddox wurde zu einem Besänftigten gemacht und tat sich in der Herstellung magischer Gegenstände hervor. Samson muss ihn gerettet haben. Warum sollte Maddox gerettet werden müssen? Als die Magier in Kirkwall rebellierten, fanden die erbittertsten Schlachten in der Galgenburg statt. Im Zirkel selbst. Ich dachte, Maddox sei bei den Kämpfen umgekommen oder friste sein Leben auf der Straße. Ein schweres Schicksal für einen Besänftigten in Kirkwall. Samson muss ihn gefunden und bei sich aufgenommen haben. Einen Spion in Samsons Reihen zu haben, wäre für uns von unschätzbarem Wert. Denkt ihr, wir könnten Maddox auf unsere Seite ziehen? Ich weiß es nicht. Ich war den Großteil meines Lebens von Besänftigten umgeben, habe sie aber nie verstanden. Es scheint, als wäre Maddox derjenige, der Samsons Rüstung angefertigt hat und sie auch weiterhin instand hält. Die Besänftigten in Kirkwall brauchten für ihre Verzauberungen ebenso seltene wie teure Materialien. Und deren Weg könnten wir zurückverfolgen. Ich kann unsere Männer ein paar Türen eintreten lassen. Vielleicht führt uns Samsons Rüstung ja direkt zu seinem Versteck. Entsende Mysterium Maddox zu finden. Okay. Dann haben wir jetzt da quasi alles erledigt. Zack. Dann reisen wir zum Kartentisch. Warte mal, da gibt's doch die Morrigan. Vivian Warwick? Morrigan? Ah, die ist im Garten? Ist mir gerade noch eingefallen.
Die ist ja jetzt nah bei uns. Mit der müssen wir eigentlich schon nur reden. Da. Morrigan. Oh, sieht ihr eure Rüstung. Was für eine gewaltige Festung, Inquisitor. Wenn ich mir vorstelle, dass dieser Ort bis vor kurzem noch völlig heruntergekommen war, bewohnt allein von den Verzweifelten und Verlorenen. Und nun ist sie Schauplatz von Ereignissen, die drohen, die Welt zu erschüttern. Ich frage mich, ob ihr das wohl gefällt. Das klingt, als hättet ihr schon früher von der Himmelsfeste gehört. Diese Festung wurde auf den Überresten einer heiligen Stätte der Altelfen erbaut. Sie nannten sie Tarasylan, der Ort, an dem der Himmel behütet wird. Es heißt, sie hätten von hier aus in den Himmel gegriffen, um ihn hier unten zur Ruhe zu betten. Später verließen sie diesen Ort, ebenso wie die Menschen, die nach ihnen kamen. Knochen, getürmt auf Knochen. Ruhend bis zu eurer Ankunft. Wir hatten großes Glück, dass wir sie gefunden haben. Das Schicksal wird nicht selten mit Glück verwechselt, wie meine Mutter stets zu sagen pflegte. Die Magie dieses Ortes ist in die Steine gesickert und schützt die Feste vor der Dunkelheit. Jene, die sie zerfallen ließen, wussten nicht, was sie an ihr hatten. Ihr hingegen werdet sie zu würdigen wissen. Davon bin ich überzeugt. Ja, das es war nett von euch, meine Hilfe willkommen zu heißen, Inquisitor. Und das, obwohl ihr nur wenig über mich wisst. Aber ich werde jegliches Wissen, das mir zur Verfügung steht, nutzen, um euch so gut ich kann zu helfen. Das schwöre ich euch. Ich weiß jegliche Hilfe zu schätzen, die ihr uns anbieten könnt. Manche mögen Korypheus für verrückt halten, weil er nach Göttlichkeit strebt. Und doch müssen wir uns fragen, was waren die alten Götter? Und welche ihrer Geheimnisse kannten die alten Magister? Was ich fürchte, was alle fürchten sollten, ist nicht, dass Korypheus glaubt, er könne Erfolg haben, sondern, dass es ihm tatsächlich gelingen könnte. Ja, ist so. Schauen wir mal, gibt's noch was? My Lady Inquisitor. Ich wüsste gerne mehr über euch. Ah ja, zum Beispiel, woher diese seltsame Frau kommt, die sich in die Inquisition eingeschlichen hat? Ich war einmal eine Abtrünnige, die fernab des banalen Einflusses der Kirche in der Korkari-Wildnis lebte. Dann kam die fünfte Verderbnis mit... Okay, gut. Die Adeligen in Orlais sind sicher ausgesprochen erleichtert, dass ich jetzt hier bin. Jemanden wie euch würde man am Orlesianischen Hof gar nicht vermuten. Das war eigentlich auch der Sinn der Sache. Ich wusste, dass sich die Kaiserin für alles Arkane interessiert und ich Antworten auf Fragen hatte, die kein Kirchenmagier beantworten konnte. Wir passten perfekt zusammen. Ich wurde ihre Ratgeberin und sie gewährte mir als meine Gönnerin Zuflucht. Aber lange hätte unser Arrangement wohl nicht mehr gehalten. Es gab einfach zu viel Gerede, selbst für Selene. Ihr wart während der Die Verderbnis nahm für eine gewisse... Gut, ihr Geschicht kennen wir ja, ne? Nach Orlais, an aber letzten Ort, an es ist erstaunlich, dass eine Abtrünnige so... Ja, das irritiert alle, die erwarten, dass ich... Ich stehe vor ihnen, würden sie... Natürlich ich hilft es, mag trotzdem Freunde kurz alle Texte durchgehen, aber... Ihr Geschicht kennen wir ja im Grunde schon. Da ist nur so Ausrufezeichen. Neue Quest? Hä? What? Also es ist da oben. Hä? Da komme ich nicht rein. Erbauer, groß ist die Schar meiner Feinde. Da oben? Zahlreich sind jene, die sich gegen mich erheben. Was ist das? Doch mein der Ratsraum? Gibt mir Kraft. Hä? Wo ist denn da jetzt eine neue Quest? Huah! Oh. Oh! Oh! Okay, jetzt passt auf. Eine optische Aufwertung, die zum Ausdruck bringt, dass sich die Inquisition der Wachsamkeit verpflichtet. Der Turm wird zu einem
Templer sitzt, der im südlichen Theda seinesgleichen sucht. Eine, die zum Ausdruck bringt, dass sich die Inquisition einem gewissenhaften Studium der Magie verpflichtet. Der Magierturm der Himmelsfeste wird jeden Zirkel von Neid erblassen lassen. Also ich glaube, ich nehme das Magier-Ding, ne? Das ist so ein Symbol, dass man für die Magier einstehen, so auf die Art, ne? Ja. So, ich glaube, das war ganz gut. Es war eine sehr gute Entscheidung. Dann reisen wir wieder da zurück. Und jetzt gehen wir wirklich mal in unseren Ratsraum. Hey, Josie. Da haben wir die andere Hauptquest. Die werde ich jetzt, glaube ich, auch gleich anfangen. Ich schaue, ob es da irgendwas... Reparation für Radcliffe? Knallhart? Ist Hauptmann Rylan mit seinem Posten zufrieden? Das ist ja anders. Das ist keine einfache Aufgabe. Aber wenn irgendjemand mit den Westgraden zurechtkommt, dann er. Boah, shit, da gibt es wieder sehr viel jetzt zum Tor. Oh, war ja. Okay, Bericht. Die Betreiber der Kavrania, die Lieferungen sind zwar weiterhin unbekannt, aber dank Sarahs Freunden konnten wir sicherstellen, dass sie sie nicht erhalten. Oh Gott, Leute, ich bin überfordert. Okay, wir machen erst das da drüben fertig, da gibt es ja nicht so viel. Lord Enzo von Rialto. Die Vidantori schmuggeln rotes Lyrium nach Antiva, konnten sich uns aber bislang entziehen. Enzo ist schlau, beliebt und hat Beziehungen zum antivianischen Königshaus. Wenn wir ohne Beweise gegen ihn vorgehen, wird er seine Spuren verwischen. Das Theater, abgesehen von einigen wenigen Bediensteten, ist sein Haus für eine leer. Meine Spione, okay. Einer meiner Basen lebt in Rialto. Wenn sie eine Abendgesellschaft geben und dort Enzo dazu einladen würde, stünde sein Haus leerer Spionen offen. Ich nehme das mit der Liliana, weil das dauert weniger lang. Dann wollen wir doch mal sehen. Dann, was haben wir da? Pikante Verhandlungen. Inquisitor. Ich sage euch ganz offen, ich besitze nicht einmal eine Maske. Wenn mich die Kaiserin von Oli also zu echten Friedensgesprächen einlädt, werde ich daher nervös. Ich weiß zwar nicht, was Oli damit meint, aber wie man hört, beinhalten derlei Gespräche Gift und Tänze. Vielleicht sogar beides gleichzeitig. Es heißt, dass ihr Kaiserin Selene kennt und sie in eurer Schuld steht, weil ihr sie vor dem sicheren Tod bewahrt habt. Nachdem ihr auch mir das Leben gerettet habt, lesen das. Nachdem ihr auch mir das Leben gerettet habt, frage ich mich, ob vielleicht die Inquisition mit diesen Gesprächen vermitteln könnte. Alistair! Also ist er ihm da jetzt ein Höfen? Wegen Friedensverhandlungen. Es gibt viel böses Blut zwischen den Ländern, aber ich werde mein Bestes tun und bei Gesprächen, ja. Da ist die Josephine auf... Das dauert 13 Stunden. Josephine auf jeden Fall die Beste. Knallhart in der Oberstadt. Ärger in der Himmelsfeste. Nachtigall. Ich habe mehrere Ähnlichkeiten mit Ereignissen in Varricks Buch entdeckt. Ah, da geht's um Disney, dass da immer irgendein Typ ist, der alles, was in Varricks Buch schreibt, dass es in echt passiert. Der Mörder und der Autor sind zweifellos verbunden. Der Autor? Die Mordermittlung oder der Code könnte uns zu einem Ziel führen. Wir sollten die Mordermittlung weiterführen. Das Buch ist nur eine erfundene Geschichte. Na komm, ich nehme das. Inquisitor. Okay. Dann machen wir das.
das ist ja alles erledigt, abgeschlossen. Genau, da geht es um die Festung Adamant. Unzählige Angriffe der dunklen Brut standgehalten und dabei je zu fallen. Die grauen Wächter, die ihre Mauern verteidigen, sind legendäre Krieger. Um zu verhindern, dass die Kommandanten der Wächter Clarel eine Dämonenarmee erschafft, brauchen Inquisitionstruppen Belagerungsmaschinen. Ja. Festung Adamant hat der dunklen Brut seit der Zeit der zweiten Verderbnis getrotzt. Das heißt, sie wurde vor dem Zeitalter moderner Belagerungsgeräte erbaut. Ein gutes Tribok reißt große Löcher in diese alten Mauern. Und dank unserer werten Botschafterin... Lady Sarah von Jada leitet der Inquisition ihre Pioniere. Sie haben die Tribok schon in Stellung gebracht. Das ist die gute Nachricht. Das nützt alles nichts, wenn die Wächter ein riesiges Dämonenheer rufen. Das ist die schlechte Nachricht. Unsere Truppen können das Tor nehmen, aber wenn die Wächter schon ihre Dämonen haben... Ich habe Baupläne von Adamant gefunden. Es gibt einige Engstellen, die wir nutzen könnten, um das Schlachtfeld zu begrenzen. Sehr gut. Wir können sie vermutlich nicht direkt besiegen. Aber wenn wir ihren Nachschub kappen, kommt ihr vielleicht an Kommandantin Clarel heran. Diese Festung wird viele gute Soldaten das Leben kosten. Unsere Männer kennen die Risiken und sie wissen, wofür sie kämpfen. Es wird ein harter Kampf, keine Frage. Aber wir öffnen dieses Tor. Außerdem wäre es möglich, dass einige Wächter unserer Sache gewogen sind. Vielleicht lassen die Krieger mit sich reden, aber sie werden sich kaum offen gegen Clarel wenden. Die Magier sind allerdings Sklaven von Corypheus. Sie kämpfen bis zum Tod. Unsere Belagerungsmaschinen und Truppen sind bereit, Inquisitor. Auf euren Befehl wird Adamant fallen. Hohoho! Bestätigen! Ah, schade, jetzt sind wir gerade gedacht, vielleicht hätte die Morrigan im Team haben können. Oh, das wäre richtig cool gewesen. Schade. Voll geil! Was war denn das? Oh, das war jetzt voll cool. Wie wir dann doch durch die Tür kämen sind, so. Da, 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 da. Oh! Cool. Das war jetzt richtig geil. Hä? Warum tue ich nichts? Cool. Oh. Rückzug! Sie sind durchbrochen! Nun denn, Inquisitor, da habt ihr euren Weg hinein. Viel Glück. Wir beschäftigen das Hauptheer der Dämonen, solange wir können. Tut, was auch immer nötig ist, Kalm. Wenn wir hier scheitern, ist alles verloren. Ich verstehe, Inquisitor. Wächter Stroud wird euch den Rücken freihalten. Hawk ist bei unseren Soldaten auf den Wehrgängen. Er unterstützt sie, bis ihr eintrifft. Ich beeile mich. Huch! Scheiße.
Die Gegenwehr auf den Mauern ist zu groß. Unsere Männer kommen nicht über die Leitern. Wenn ihr es schafft, die Wehrgänge freizumachen, könnten wir euch Deckung geben. Natürlich schaffe ich das, Kallen. Aber der ist halt jetzt richtig cool. Ne, die Adamant, das ist ja die Festung der Grauen Wächter. Und die Grauen Wächter, die sind ja jetzt irgendwie so... Ne, die folgen ja dem Ruf von Corypheus und sind quasi jetzt alle verloren. Und jetzt müssen wir es einfach bekämpfen. Leitender Wächter? Was haben die so für Level 11? Cool, es gibt wieder voll die Action, das finde ich geil. Die letzten zwei Folgen war ja sehr viel. Eigentlich generell die letzten paar Folgen waren ja recht gemütlich, sage ich mal. Da in dem Ball, bei dem Maskenball da. Ah, sehr gut. Finde ich ganz cool, dass es jetzt da wieder mal Action gibt. Inschrift auf einem Triebockstein in flüssiger, förmlicher Schrift. Alle, die im Licht des Erbauers wandeln, sind eins. Darunter wurde eilig und schlampig gemalt. Steck dir das hier in deine Verderbtheit, du Arsch! Der Spruch hat von der Sarah kennen, ne? Ich öffne die Tür. Boah, geil. Schaut cool aus. Hier ist wieder ein richtig cooler Stützpunkt, ne? Wenn das dann uns kehrt da. Ah, raus aus dem Symbol. Ah, frisch. Legt sie euch zur Seite. Bleibt einfach alle zurück. Ach, das habe ich jetzt voll übersehen, hä? Kommt nicht mehr. Wer sagt denn das überhaupt? Wächter Chernoff. Wieso sollte ich euch trauen, Stroud? Ihr habt die Wächter verraten. Clarell verlangt euren Tod. Die Inquisition ist nicht hier, um Wächter zu töten, sondern um Clarell aufzuhalten. Wenn ihr euch zurückzieht, geschieht euch nichts. In Ordnung. Meine Männer werden sich zurückziehen. Wir wollen hiermit nichts zu tun haben. Schleichzeichafo. Verfahrt mit Clarell, wie ihr es für notwendig erachtet. Ja, bring ihn um. Gut, ganz Safo. Ich hatte gehofft, dass einige der Wächter Vernunft annehmen würden. Ja, mich hat die Wächter auch nicht umbringen, aber ich habe schon ganz gern die Wächter. Und die sind ja ganz wichtig im Kampf gegen die Verderbnis. So ist es ja nicht. Weiter geht's. Okay. Aus dem Weg, Leute, aus dem Weg! Dahinter was? Ne. Da ist doch irgendwo was. Ja. Aber kein Brief oder so zum Lesen? Nö, nö, nö. Schlitz, Schlitz, Schlitz.
Jedes Versteck finde ich, liebe Leute. Sechs ist das, wie gut ich bin. Aha, warte mal, da kann ich jetzt raus. Ah ja. Und jetzt doch gut. Ah, jetzt sind wir auf den Berggängen. Okay, jetzt geht's ab. Da noch was? Nö. Ach, das ist ja die Festung Aramant. Das ist ja das in dem einen Wüstending. Wo die Ölfelder waren, ne? Ist doch das? Was ist da jetzt? Ist das ein Drache? Nö. Bringt die Wächter von der Leiter zurück! Ich helfe euch! Nice. Das war's! Auf zur nächsten Leiter! Ja, komm, geh mal! Optional ist das. Nee, das muss schon gemacht werden. Plündern. Bulle! Das sind doch so nicht dabei! Alter, dein Scheiß ernst? Alter. Manchmal sind meine Teammitglieder, ne? Die einfach. Doof. Da liegt nur Geld. Wo sind die Schätze? Vorratslager brauche ich nicht, ich bin voll. Ich sag, weil ich halt sehr überpowered bin, ne? Irgendwie bin ich immer überpowered, wo ich hinkomme. Na, außer in dem einen letzten Gebiet da jetzt, ne? In dem Dschungel da. Da tue ich mir schon schwer. Oh shit. Für die Inquisition! Garnes Würstel! Dann den Magier. Wo ist er? Ah, nicht so rein! Hoppla. Oh, das ist ja gut. Er macht es schon, ne? Ich tue dabei looten, sind wir schneller. Oh. Habt ihr es geschafft, Leute? Sehr gut. Ich bin stolz auf euch. Ist da was? Nee. Ich dachte, eure Männer könnten hier oben vielleicht ein wenig Hilfe brauchen. Schützt meine Truppen. Gute Arbeit. Bleibt bei meinen Truppen und sorgt dafür, dass sie das hier überleben. Ich werde tun, was ich kann, um ihnen die Dämonen vom Leib zu halten. Danke dir, Hawk. Best in the world. Banner der grauen Wächter. Da ist noch ein Brief. Anonymer Brief. Kommen euch die Magier auch verändert vor? Seit sie angefangen haben, diese Dämonen zu beschwören, reden sie nicht mehr mit uns anderen. Wurde ihr auch schon für einen dieser Geheimaufträge ausgewählt? Ich kann mir nicht vorstellen, wofür sie uns brauchen, wenn die Magier doch Dämonen beschwören können. Aber Jenna und Kemet sind letzte Woche direkt nach Beginn der Rituale verschwunden und niemand weiß, wo sie jetzt sind. Haltet euch bereit. Ich bin mir nicht sicher, ob wir uns noch gefahrlos unterhalten können. Okay, ja, ich weiß, ich muss da runter, aber warte mal.
Jo, hier geht's immer dafür. Boah, zu viert gegen Ohren, das ist sehr unfair, Leute. Gib mir alles euch! Hier herrscht erstmal Ruhe! Wir müssen uns beeilen! Unsere Truppen können den Dämon nicht lange standhalten! Okay, das war jetzt die dritte Leiter. Was man da, das Optionale da. Mal kurz da hochschauen. Vorratslager brauche ich nicht. Das ist eine fette Truhe. Oh, warte mal. Hm? Plündern! Brief der Wächterkommandantin Clarell, Magister Aramont. Ich bin keine unwissende Schülerin. Jene grauen Wächter, die den Zirkel direkt nach ihrer Läuterung verließen, mögen eure Erklärungen vielleicht für bare Münzen nehmen. Aber ich war bereits eine Verzauberin, bevor ich mich den Wächtern anschloss. Dass die Opfer, die Tode notwendig sind, um die Dämonen zu binden, will ich euch zugestehen. Ihr wisst mehr über derartige Dinge als ich, und ich urteile nicht darüber. Dennoch beunruhigt mich das Verhalten meiner Magier, seit sie die Dämonen gebunden haben. Sie beantworten meine Fragen bereitwillig. Aber die Worte, die sie sprechen, wirken einstudiert. Und viele ihrer Kameraden, die keine Magier sind, beschweren sich darüber, dass sie seit dem Ritual kalt und gefühllos erscheinen. Natürlich ist es in gewisser Weise normal. Man kann keinen Bruder töten, ohne sich dadurch zu verändern. Doch sollte ich erfahren, dass mehr dahinter steckt, werdet ihr euch dafür von mir verantworten müssen. Die Inquisition zwingt uns zu handeln. Setzt die Rituale fort. Wenn wir sie vernichten müssen, bevor wir uns in die tiefen Wege begeben, dann ist es eben so. Aber belügt mich nicht, Aramont. Ich stelle mich der Verderbnis entgegen. Und kein Mensch, kein Inquisitor und kein Magister wird mir dabei in die Quere kommen. Clarell. So, jetzt machen wir geschwind da jeden da Leben voll, würde ich sagen. Also, das ist ein Plündern. Dann holen wir uns die Vorratskiste. Und dann machen wir da jetzt mal eine Folgenpause, liebe Leute. In der nächsten Episode werden wir uns Festung Aramant zurückerobern. Wir sehen uns bis dahin. Tschüss.